Ja, Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft Empire und mit dabei. Oh, guten Morgen. Hallo, 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 Kevin. Guten Morgen, Leute. Willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft Empire. Und was gestern im Livestream passiert ist, war sehr, 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 sehr weird und sehr, sehr, sehr anormal. Denn wir haben gestern Folgendes entdeckt, Leute. Wir sind gestern quasi neben meinem Haus ein wenig hin und her gelaufen und haben dann Folgendes entdeckt. Schaut euch dieses Ding mal an, Leute. Ich weiß nicht, was Kevin hier macht. Keiner, der schaut sich ja wohl gerade um. Schaut euch das mal an, Leute. Dieses Ding ist plötzlich neben meinem Haus hier aufgetaucht. Direkt in den neuen Stadtpark. Und ich würde sagen, gönnt euch einfach mal, wie wir darauf reagiert haben. Das, Jungs? Sieht nicht, Jonas? Jonas? Was sind das hier für Kevin, Geräusche? Beeil dich mal lieber, Kevin, beeil dich mal lieber, Kevin. Ich bin schon, ich bin noch irgendwie im, meine Beine wollen sich nicht bewegen. Mann, beeil dich jetzt, Kevin, wir haben keine Zeit mehr auf dich zu warten, das hört sich gar nicht gut an, was hier gerade passiert. Ja, ich hab noch geschlafen, Mann. Kevin, verdammt nochmal, jetzt komm endlich ran. War das denn, kann sich, seit wann ist das denn da? Ich bin gerade erst wiedergekommen, das ist gerade erst hier gewesen. Soll ich's mal anfassen? Was tut denn? Nein, Tinos, weg da! Was ist das? Das sieht aus wie ein, Ja, ein? Ein Dings. Ein Dings. Davon habe ich auch schon gehört. Was ist das für ein Geräusch, verdammt nochmal, hallo? Early Boy, hast du irgendwelche Probleme mit deinem Atmen? Early Boy, hör auf so zu atmen! Das bin ich! Ja, wahrscheinlich bist das nicht du. Ja, ihr habt's gesehen, die meisten Leute wussten überhaupt nicht, was es mit dem Ding auf sich hat. Und wir haben die ganze Zeit dieses seltsame Lachen gehört und haben uns ja die ganze Zeit gefragt, was zum Teufel ist das? Oh mein Gott, da hinten ist schon wieder einer dieser kleinen, dreckigen Gaia-Diener. Kann das denn sein? Die sind vermehrter Zeit immer wieder jetzt in der Stadt. Das ist doch nicht wahr. Wo kommen die her, verdammt nochmal? Seht ihr das? Die versuchen hier alles zu zerstören. Naja, wie dem auch sei, meine Freunde, ist dann plötzlich Folgendes passiert. Und wir waren sowas von dermaßen geschockt. Schaut einfach mal, wer dann zu uns gesprochen hat. Fuck! Hört sich nicht nach Moan ist das an. Erinnert ihr euch noch an mich? Maverick? Tobi? Ich hab ja schon komplett vergessen. Wie geht es euch denn, meine Starken? Ich sehe, ihr seid verwunschen. Ist er hier hinterm Baum? Glaubt ihr, ihr habt so etwas schon mal gesehen? Hm. Ich weiß ja nicht, Maverick. Also das Ding erinnert mich ein bisschen an die Kugel. Das sieht aus wie das Geschlechtsorgan von Neva. Oh Gott, ich vermisse sie so. Ihr habt es richtig gehört, Leute. Es war Maverick. Und Maverick hat plötzlich zu uns gesprochen. Wir waren dermaßen geschockt, weil ihr sicherlich alle wisst, wie wir Maverick bereits mehrfach hingerichtet haben. Maverick ist eigentlich tot. Das heißt, logischerweise kann er gar nicht zu uns sprechen. Und trotzdem ist es irgendwie dazu gekommen, meine Freunde. Und dann ging es noch weiter. Plötzlich hat uns Maverick dann teleportiert. Und ich würde sagen, schaut euch einfach mal an, was dann passiert ist. Wow. Hä? Ich kann mich nicht bewegen. Was ist das? Kevin! An die Geschichte des Anfangs? Nein. Deine Rüstung ist irgendwie vergiftet. Maverick! Maverick, lass uns gehen! Warte, ich helf dir. Ihr habt alle begonnen. Sicher. Danke. Unsicher. Bitte schön. Was ist das? Ahnungslos. Ich hab hier was kaputt gemacht. Beginnen wir mit der ersten Sekunde von eurer Ankunft wir in wollen meinem es Zuhause. Empire! Nun, in den ersten Tagen waret ihr hier. Eine normale kleine Welt. Die Welt. Schön, einsam und unsicher. Alleine. Ungebildet. Erinnert ihr euch noch daran? Ja. Und wusstet ihr noch, wie ihr euch gegenseitig aufgestachelt habt? Wie er versucht hat, euch gegenseitig. Das war Patricks Schuld, verdammt nochmal. Ich muss mal eben, ich bin mal ganz kurz hier, ne? Ich muss mal eben. Kevin, ich glaube nicht, jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Daran, wie die Geschichte weiterging. Was kam danach? Hm? Ihr kamt an und wen habt ihr getroffen? Für wen habt ihr gelebt? Jetzt gesehen, wir waren in irgendeiner seltsamen Anomalie, in einer seltsamen Dimension gefangen von ihm und er hat uns irgendwelche Geschichten erzählt, Sachen, von denen wir überhaupt nichts wissen wollten, Dinge, die uns überhaupt nicht interessiert haben. Aber was sollten wir tun, Leute? Wir kamen aus dieser Anomalie, aus dieser ganzen Dimension überhaupt nicht raus. Wir hatten keine Möglichkeit, dort zu entfliehen, denn wir waren da komplett gefangen. Ja, Leute, Maverick ist an seiner Geschichte fortgeschritten und was er jetzt gesagt hat, ist ganz interessant. Schaut euch das mal an. Nun, wer von euch ist denn verbündet? Wo sind denn eure lieben Freunde? Eure kleinen Armen, die nun für wen kämpfen? Für die verdammte Mafia, aber wir werden die Mafia aufspalten und dann dich, du Idiot! Ihr wollt mich zerstören! Oh, was ist das? Nun,
Lasset uns doch weiterhin in der Geschichte gehen. Nein, wollen wir nicht. Wir wollen nach Hause. Maverick, halt den Mund. Was ist das hier? Wo sind wir hier? Dumm. Was? Ist das Kacke? Ihr habt es gerade gehört, Leute. Maverick hat uns gedroht, hat uns ein wenig erzählt, wie quasi das Ganze hier bei Empire begonnen hat und hat irgendwelche seltsame Floskeln daher geredet. Er wirkte verwirrt wie eh und je, Leute. Also es ist auf jeden Fall der echte Maverick gewesen, denn nur der echte Maverick redet so einen geistigen Dünnschiss wie er. Und plötzlich wurde es dann tatsächlich immer, immer ernster in seiner Geschichte und er hat irgendwann angefangen vom Baum des Lebens und von falschen Freunden zu erzählen. Ich würde sagen, das könnt ihr hier mal ansehen. Ich meine, ich kann doch alles. Wofür haben meine Wichtelchen denn so lange gearbeitet? Deine was? Dafür, dass ich euch keine Geschichte erzählen kann. Wir wollen deine Geschichte nicht hören. Wow. Ihr müsst meine Geschichte hören. Nein, wenn ich mir die Ohren zu... Oh, ein Haus. Nun, schaut mal her. Was geschah dann? Ihr kamt in eine neue Welt, weil der Baum des Lebens erblüht ist. Ja, richtig. Der Baum des Lebens hat euch alle mächtig gemacht, euch verbündet. Ja. Und dann... Habt ihr angefangen, einen Feind zu sehen? Gaia, den Dreckigen. Naja, der ist aber war tot. Er nicht wohl eher euer Freund? Ich meine, wem von euch hat er geholfen? Im Endeffekt keinem. Er wollte uns alle umbringen. Das werde ich nicht helfen. Genau das denkt ihr. Ihr wollt ihr euch nicht töten. Er wollte nur die Welt an sich reißen. Gibt's irgendwo was zu essen? Und gibt's ihr am Ende eigentlich einen solltet Test? Sein Teil sein. Nun, Maverick, Maverick, warum erzählst du uns das alles? Wir wollen das nicht hören. Können wir bitte gehen? Ihr müsst wissen, woher er kommt, damit ihr wisst, was mit euch geschehen wird. Was geschieht mit uns? Wir werden die Mafia festsetzen und gemeinsam in der Technologie fortschreiten und das war's, Maverick. Jetzt lasst uns in Ruhe, verdammt nochmal. Ihr habt gerade gehört, Leute. Er hat uns vom Baum des Lebens berichtet und hat gesagt, dass der Baum des Lebens falsch wäre und dass wir falsche Freunde hätten und untereinander uns sowieso gar nicht mögen würden und untereinander Verräter hätten und so weiter und so fort. Und selbst wenn der Baum des Lebens uns geeinigt hätte, wäre das noch lange kein Grund zu glauben, dass wir eine Stadt wären, die zusammenhält und so weiter und so fort. Also er hat wirklich durchgehend versucht, irgendwie Unmut zu streuen und uns halt auseinanderzubringen. Aber Leute, wir standen natürlich als Stadt da gemeinsam und haben uns da nicht unterkriegen lassen. Ja, Leute, und dann wurde es wirklich, wirklich ernst. Maverick hat erzählt, dass er sämtliche Macht von Gaia hat überschrieben bekommen und ich würde sagen, das könnt ihr euch hier mal ansehen. Mit mir, meine Lieben. Kann man hier durchgehen? Ihr werdet demnächst alle. Aua. Jeder einzelne von euch sterben. Los, geh. Okay. Denn ein Teil von mir hat es anders gemacht. Gaia hat mir die Magie überlassen. Gaia! Das kann nicht sein, Gaia ist tot! Seiner Söhne in mich gepumpt. Denn das war sein letzter Wunsch. Seine Magie ist meine. Und meine Motivation ist euer Tod. Maverick, wir haben Gaia geschlachtet und werden dich ebenso niederstrecken. Die Welt wird brennen. Nein, wird sie nicht. Die Welt wird zerstört. Nein, wird sie nicht. Die Welt wird vieles und die Welt wird arm. Ich kann alle Gestalten annehmen, die ich will. Wollt ihr denn alle Gestalten sehen, ihr armen, kleinen Ameisen? Ich will sehen, wie du aussiehst wie ein Haufen Kacke, der du wirklich bist, Maverick. Ihr habt es gerade mit eigenen Augen gesehen und mit eigenen Ohren gehört, Leute. Maverick hat sämtliche Macht von Gaia überschrieben bekommen. Das heißt, er scheint nun irgendwie allmächtig zu sein, was ziemlich, ziemlich, ziemlich krass ist. Denn überlegt mal bitte, Leute, die Macht von Gaia, der ja schon wahnsinnig gewesen ist, in den Händen eines noch wahnsinnigeren Kerls, nämlich Maverick. Das ist eine Sache, die ziemlich, ziemlich ernst ist. Wir müssen auf jeden Fall zeitnah reagieren, meine Freunde. Ja, und dann sind wir nochmal zum Mond in den Keller gegangen und haben uns ein wenig umgeschaut und Jonas kam später dazu. Und Jonas hat dann eine relativ interessante Entdeckung gemacht und hat uns dann gesagt, was es mit den seltsamen Pflanzen bei Mo im Keller auf sich hat und wie das überhaupt alles funktioniert. Und ich würde sagen, das könnte ich jemand anschauen. Was ist das, Jonas? Das sind nicht gute Drogen. Geht raus hier, alle. Das was ist sind gefährlich das? Und ich kontaminiert. Ich hab davon schon konsumiert, ist das schlimm? Nein, raus, schnell, das ist sehr wichtig. Das ist sogenanntes gefährliches Marihuana. Was? Und ich muss das Beweismaterial konfiszieren. Marihuana? Ja. Jonas, du lässt das mal schön hier. Ich bin der Bürgermeister. Finger da weg. Raus hier. Hört auf, euch daran zu bedienen. Raus. Ich werde den Tatort jetzt versiegeln. Kevin, hör auf, damit zu klauen. Also, was hätte ich raus hier. Erwartet, dass raus. Es gibt. Kevin, hör auf, dass du... Kevin, raus jetzt hier. Ja, aber das ist... Jonas, ist das eine illegale Substanz? Alles in,
Das ist alles hier. Also in unserer Stadt wurde das bisher noch nicht erlaubt, soweit ich weiß. Das heißt, ich habe ein... Okay, gut. Dann wird Mo der Erste sein, der im Gefängnis sitzt. Sehr schön. Ja, jetzt wissen wir auf jeden Fall, dass Mo in seinem Keller etwas Illegales macht. Wir wussten es ja bis dato. Und scheinbar scheinen diese Pflanzen eine berauschende Wirkung zu haben, meine Freunde. Und so etwas ist natürlich in der Stadt und laut Stadtverordnung strengstens verboten. Und da gibt es auch gar keinen Grund zu diskutieren. Deshalb, meine Freunde, habe ich jetzt beschlossen, einen Haftbefehl gegen Mo zu erlassen. Er wird alsbald eingesperrt werden im Gefängnis, meine Freunde. Er wird direkt weggelockt werden in unserem neuen Gefängnis, was wir gerade erbauen, und dann als Teil der Mafia ebenso vor die Anklagebank gestellt. Ja, meine Freunde, mit Maverick die Geschichte ist auf jeden Fall eine ziemlich, ziemlich krasse Sache. Jonas scheint sich da gerade schon drum zu kümmern, er möchte eine magische Barriere um die Stadt endlich errichten. Und Sinus habe ich gestern ebenso gesagt, dass er sich bei der Mafia einschleusen soll, weil Kevin scheinbar ein bisschen zu dumm dafür ist. Ich bin mal gespannt, was für Ergebnisse das alles mit sich bringt, meine Freunde. Das war der gestrige Livestream. Ich hoffe, es hat euch wahnsinnig gut gefallen, es hat wieder eine Menge Spaß gemacht. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und wir sehen uns in der nächsten Folge von Minecraft Empire wieder. Haut da rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!